So, wir haben hier einmal die... What the fuck? Hi und willkommen bei China Gadgets. Im heutigen Unboxing-Video schauen wir uns die Lenovo Lam X an. Wir haben heute die Lenovo Lam X heute per Post zugestellt bekommen und ja, im heutigen Video werden wir das Ganze unboxen. Jetzt für die Leute, die jetzt natürlich wissen wollen, boah, was für Specs hat das Ganze, wie groß ist dies, wie groß ist der Akku, was für eine Laufzeit, bla 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 bla, da muss ich euch leider enttäuschen. Das Video kommt erst später, beziehungsweise die Review kommt erst in den nächsten Tagen. Da wird sich der liebe Torben sich damit auseinandersetzen und für euch dann natürlich auch einen Artikel zu schreiben. In diesem Video geht es wirklich nur darum, das Ganze mal anzuboxen und sich das mal einfach anzuschauen. Dann lass uns natürlich keine Zeit verlieren und direkt anfangen, mal das Ganze aufzumachen. So, wir haben hier einmal die... What the fuck? Damn, wie groß ist die Uhr denn bitte? Oder die Smartwatch? Alter! Bevor wir das Ganze anmachen, einmal kurz um mein Handgelenk, um einmal zu schauen, wie riesig das hier ist. Also die Uhr wiegt schon einiges und man merkt es auch schon, dass man auf jeden Fall was hier auf dem Handgelenk hat. Gerade wenn man hier die Handfläche immer nach oben, nach unten geht, da drückt die Uhr doch schon gut an die Hand. Mal abgesehen davon. Alter. Einmal kurz zum Vergleich. Torben hat ja schon letztes Mal die Lenovo Lam 7 für euch getestet und auch eine Review zugemacht und natürlich auch einen Artikel zugeschrieben. Werde ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken. Da nochmal zum Kontrast bzw. zum Vergleich, wenn wir das hier mal nebeneinander halten, Alter, also das ist definitiv schon mal eine Ansage. Also die Lam 7, die ist ja schon riesig, aber die Lam X ist definitiv nochmal einen Tacken härter und auch von der Dicke her, das können wir auch mal kurz miteinander vergleichen. Also es ist definitiv eine Ansage. Naja, so, dann gucken wir uns erstmal den Boxinhalt an. Wir haben hier ein bisschen Papier, dann haben wir hier einmal unser Ladekabel, das Ganze funktioniert hier mit USB. Wir haben hier dann einen 4-Pin-Konnektor, das Ganze funktioniert auch hier mit Magnet und ihr könnt auch schon sehen, ja, der Magnet ist ziemlich stark. Das sitzt auf jeden Fall bombenfest. Was haben wir denn noch hier mal drin? Wir haben hier noch einmal ja, zwei Ersatzbänder, das Ganze ist hier aber aus Leder und nicht hier aus Kunststoff. Ja. Warum nicht, wenn es mit dabei ist? Dann haben wir hier nochmal, was ist denn das? Wir haben hier einen Mini-Schraubenzieher und hier nochmal eine Kappe. Aber was das hier soll, weiß ich gar nicht. Naja, werden wir uns später anschauen. Da haben wir ein bisschen Papier. Die Bedienungsanleitung ist einmal auf Englisch und auf Spanisch. Sonst haben wir hier nochmal eine Schutzfolie, die mit dabei ist. Die befindet sich hier. Ja, mehr finden wir nicht in der Box, würde ich sagen. Kommen wir zu dem geilsten Moment, wenn man Sachen auspackt, die Folie abmachen. Jetzt benötigen wir einmal ein bisschen Ruhe. Oh ja. So, hier befindet sich aber schon eine Folie drunter, das ist in Ordnung. So, hier unten haben wir einmal ein Pulsmessgerät, was ich hier sehen kann. Und wir können hier einmal unsere SIM-Karte reintun. Ja, ihr habt es gehört. Bei der Lenovo kommt eine SIM-Karte rein, wie bei der Lam 7. Vielleicht braucht man das jetzt, um das Ganze aufzumachen oder auch nicht. Auf jeden Fall kommt da eine Nano-SIM-Karte rein. So Leute, es ist Zeit, die Uhr mal in Betrieb zu sehen. Ich würde sagen, wir skippen das Ganze mal ganz kurz, denn ich werde das Ganze schon mal alles einrichten mit WLAN und anderen Apps. Die werde ich schon mal alle drauf installieren und dann sehen wir uns gleich ja wieder. So Leute, wir haben das Ganze jetzt hier installiert und ich habe hier schon ein paar Benutzerkonten drauf gehauen, damit wir uns ein bisschen angucken können. Also, wie bei der Lenovo 7 können wir hier noch einmal von unten nach oben swipen, dann kommen wir einmal hier zu unseren Sachen, Kalorien, Kilometer, Steps, was wir alles so gemacht haben. Wenn wir nach links swipen, kommen wir zu den Benachrichtigungen. Wenn wir nach rechts swipen, kommen wir einmal in das Menü. Und wie ihr schon sehen könnt, es läuft verdammt flüssig. Sonst, wenn wir von oben nach unten swipen, kommen wir hier nochmal in den Quick Settings. Da können wir auf jeden Fall sehen, da können wir Bluetooth anmachen, WLAN, Flugmodus etc. pp. Auch die Helligkeit können wir hier einstellen. Das ist jetzt die mittlere. Das ist einmal auf voll. Hier können wir die ganzen Sachen reinigen. Hier haben wir unseren Audio-Player und gehen wir nochmal zurück ins Menü. Also jetzt, wo ich so schnell hin und her swipe, es läuft sehr flüssig bis jetzt. Also ich bin gespannt, ob das Ganze dann noch flüssig läuft, wenn wir unseren Speicher hier vollgehauen haben. Aber sonst ja, es ist eigentlich wie bei der Lenovo 7. Es ist nur halt anders angeordnet. Das erinnert mich jetzt hier ein bisschen an die Apple Smartwatch, wenn ich mich nicht entsinne. Als Beispiel habe ich für euch mal Instagram installiert. Das öffnen wir mal ganz kurz. So, wir sind jetzt hier bei mir auf meinem Instagram-Account und ihr könnt schon sehen, hier unten rechts, na, vielleicht ist das jetzt besser zu erkennen, da sind noch einige Buttons, die man eigentlich noch bedienen kann. Die Uhr schneidet das Ganze einfach aus und es ist doch ein wenig blöd.
Auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein Bild öffnen, öffnen wir einfach mal das hier. Die Ecken sind halt nicht abgebildet. Aber es gibt noch eine gewisse Alternative, die man noch benutzen kann. Dazu müssen wir einmal die Power-Taste gedrückt halten. Und dann können wir hier oben einmal die Ansicht ändern, also einmal im runden Kreis. Oder wir sagen, hey, zeig uns das mal hier in diesem Quader. Zack. Und jetzt könnt ihr schon sehen, es ist nicht mehr auf das Display angepasst, sondern wir haben hier wirklich ein Quadrat. Jetzt haben wir dann auch die Möglichkeit, auch wirklich die anderen Benutzerflächen zu bedienen. Und ja, öffnen wir mal kurz das hier. Ich muss sagen, wer jetzt hier auf Instagram oder so unterwegs ist und da sollte man nicht die Uhr benutzen, da sollte man doch zu seinem Smartphone greifen. Wenn man im Bus sitzt oder im Zug, so auf die Schnelle, kann man es natürlich auch so mit der Uhr machen, aber sonst würde ich es nicht empfehlen. Ja, das ist dann halt so die Notlösung meiner Meinung nach. Um einmal wieder rauszukommen, müssen wir von links nach rechts swipen, das funktioniert aber semi-gut, deswegen benutze ich immer hier die rote Taste. Also wir haben hier auch nur eine Taste und dann komme ich da auch wieder eigentlich ins Menü. Ja, sonst an sich sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich bin echt gespannt, was Torben damit machen wird so in den nächsten Tagen und bin auf sein Fazit dann gespannt. Eine Funktion testen wir natürlich nochmal aus, das ist die Kamera. Denn da haben wir einmal eine 8-Megapixel-Kamera und das sieht gar nicht so schlecht aus. Machen wir kurz ein Foto von. Ich blende euch mal das Ganze ein. Und bin dann mal auf eure Meinung gespannt, wie das dann halt in groß aussieht. Also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, wenn ihr die harten Specs haben wollt. Torben muss sich natürlich erstmal mit der Uhr auseinandersetzen und dann bin ich auf seine Meinung gespannt. Meine Meinung bis jetzt, ja, abgesehen von der Größe, bin ich interessiert mit der Uhr ein wenig damit rumzulaufen. Diejenigen, die schon länger bei uns auf dem Kanal sind, ihr kennt meine Meinung. Ich bin da immer so, ja, Hybrid-Smartwatch war ich kein Freund von. Bei der Smartwatch hatte ich bis jetzt noch nicht. Bis jetzt, ja, da könnte ich mich doch mal ein bisschen mit anfreunden. Leute, deswegen, was meint ihr? So, bis jetzt, die Lemfo, würdet ihr euch die gönnen? Wenn ja, sonst Leute, wenn ihr die Review von Torben nicht verpassen wollt, dann empfehle ich euch, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ein neues Video ankommt. Und falls ihr nicht so lange warten könnt, hier zu meiner linken Seite geht es weiter zum nächsten Video, um ein wenig die Zeit zu überbrücken. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Unboxing-Video. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt und bis demnächst. Ciao!